Public Viewing ist ja im Prinzip die größte Dauerparty des Jahres, damit auch die größte Flirtmeile. Und da wollen die Mädels natürlich auch besonders gut aussehen. Mit Deutschland-Trikot ist man zwar passend angezogen, aber so ein Shirt ist alles andere als sexy. Wir haben eine Mädchentruppe aus München begleitet, die genau weiß, wie man sich zur WM von Kopf bis Fuß so richtig aufbrezelt. Nadja Pia Wagner und Johanna Fassbender haben die sehr stylische Truppe getroffen. Bombenstimmung auf dem Balkon. Die Münchner Mädels sind voll im WM-Fieber. So richtig aufgebrezelt geht's zum Sehen und Gesehenwerden beim Public Viewing. Um so auszusehen, haben die Mädels aber auch einen ganzen Tag lang an sich rumgestylt. Model Christiane hat erst mal 3 Stunden im Münchner Cut Club verbracht. Für diese Frise in Schwarz-Rot-Gold. Und das perfekte WM-Make-up darf natürlich auch nicht fehlen. Schmollmund zeigt Flagge. Wenn ich reinlaufe, wird erstmal der Aha-Moment sein und alle, denke ich, werden es absolut toll finden. Und dann schauen wir mal, ob wir die restlichen Mädels auch noch ein bisschen aufstylen können und mit unseren tollen WM-Dresses. Wir haben da spezielle Kleider, die wir alle zusammen anhaben. WM-Vorfreude trifft Weiberchaos. Es wird geschminkt, gestylt, geprostet. Und dann geht's endlich los mit dem Anprobieren. Jede hier trägt ein speziell umdesigntes Fußballtrikot. Mit Strasssteinchen, rückenfrei oder als Kleid. Entworfen von Marie Amier, die übrigens ghanaische Wurzeln hat. Die Idee ist entstanden bei der letzten WM, weil Deutschland immer weiter gekommen ist. Und ich hatte ein Trikot aus der Kinderabteilung, das habe ich getragen, weil es halt ein bisschen kleiner und enger war und nicht so riesengroß. Nur dadurch, dass Deutschland immer weiter gekommen ist, dachte ich, Mensch, du kannst jetzt auch nicht jedes Mal mit demselben langweiligen Trikot da auflaufen. Und dann habe ich mir aus einem Originaltrikot ein Mädchentrikot schneidern lassen, so mit tiefem Dekolleté. Und Swarovski-Steinchen und ganz eng und so. Und darauf wurde ich so viel angesprochen. Alle wollten das irgendwie haben. Auch Model Alessandra und der Münchner Designer Kai Reiner machen einen auf sexy WM. Bayern und Südafrika vereint in diesem Dirndl. Also wir haben hier Leopardendruck als afrikanisches Element. Dann natürlich die Deutschlandflagge, ist klar. Und abrunden zu dem Ganzen hier noch ein goldener Charivari, damit wir dieses Bayern-Feeling mit reinbringen. Genau, perfekt. So ausgestattet legt Alessandra beim Public Viewing der Münchner Schickeria am Abend einen echt glamourösen Auftritt hin. Das hat aber auch seinen Preis. Das Afrika-Dirndl kostet schlappe 1.800 Euro. Die Reaktion der Damen, die war erstaunt. Und die haben erst mal große Augen gemacht, als sie das Dirndl gesehen haben. Halt ganz was anderes. Und die Herren haben teilweise natürlich, es hat ja auch einen riesen Ausschnitt, haben natürlich dann natürlich auch viel geguckt, ja. Auch unsere WM-Mädels machen eine echt gute Figur, und zwar auch am Kicker. Sie sind nicht nur top gestylt, die Frauen haben auch Ahnung von Fußball. Ein bisschen unsachliches Schwärmen für unsere Fußballjungs muss aber erlaubt sein. Der Gomez, weil er einfach schicke Haare hat. Und ich finde den Poldi toll, weil der so tolle Interviews gibt. Aber der Poldi, ich stehe auf Kakao, der hat so eine gesunde Hautfarbe. Warm gekickert und angeschickert geben die Mädels dann beim Spiel gegen Ghana alles. Mit ihren Bomben-Outfits und ihrer Bombenstimmung feuern sie unsere Jungs in Südafrika an. Wenn die das sehen könnten, es würde ihnen bestimmt Mut machen fürs Duell mit den Engländern.